gerne auf Tiere. Was sich aber nicht ausschließt, also für mich. Ich hätte, glaube ich, keinen Hunger auf Tiere, hätte ich nicht dieses Herz für Tiere. Also ich esse ja nichts, was ich nicht begehre und zutiefst schätze. Also dahinter ist ein großer Respekt in diesem Einverleiben. Das würde ich überhaupt nicht als konträr werten. Versace. Auch wenn es heute passiert ist, nein, immer wieder Versace. Fleisch. Ja, da hänge ich einem wahrscheinlich sehr überholten, fast animistischen Gedankengut nach, dass es eine Form von Aneignung ist. Also ich behaupte auch nicht mal, dass es der Geschmack wäre. Mir geht es wirklich darum, dass das ein Lebewesen war, das gelebt hat und ich möchte es so roh wie möglich verzehren. Es hat eher was Rituelles als jetzt was Kulinarisches. Männer. Ich kann nichts machen. Ich bin zwanghaft heterosexuell und habe einfach Männer als für mich das ultimative Objekt der Begierde auserkoren. Da leider, also da kann ich allen Frauen wahrscheinlich nur das Herz brechen, aber das wird nicht passieren. Kino, auf jeden Fall. Fürs Theater bin ich auch wieder, das ist mir zu anspruchsvoll, um ehrlich zu sein. Also ich lese zwar sehr gerne, aber wenn es dann Menschen für mich inszenieren, vor allem in diesen modernen Inszenierungen, wo erstmal eine halbe Stunde jemand nackt schreit, sich dann einkotet und dann 30 Minuten ein Monolog gehalten wird, das halte ich persönlich nicht aus. Das wahrscheinlich, ja, das ist mir zu künstlerisch. Österreich. Also ich wohne zwar in Deutschland und ich schätze Deutschland auch sehr, aber ich bin Österreicherin und da diese extreme Hassliebe wird sich für Deutschland nie entwickeln. Also ich würde Österreich wählen, weil ich glaube, ich gegen Deutschland weit weniger Abneigung habe als gegen Österreich, was dieses Verhältnis beinahe langweilig gestaltet. Salzig. Ich habe einen bedenklichen Blutdruck von 70 zu 50 bei Zeiten. Ich kann mich von Salz löffelweise ernähren und brauche es auch, um irgendwie funktionstüchtig zu bleiben. Die dritte Möglichkeit. Ich finde, gerade in der Politik ist es wichtig, auch wenn sich Wahlmöglichkeiten in Form von zwei Figuren präsentieren, immer nach der dritten zu fragen. Und dass wir das nicht tun, gebiert, glaube ich, die meisten Probleme.